Was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um alle mysteriösen Challenges oder Herausforderungen zu dem Predator Set oder allgemein zu den ersten drei mysteriösen Belohnungen. Die erste Herausforderung lautet: Finde die mysteriöse Kapsel. Danach sprich mit Beefoss, Genesung und Dummy. Danach als letztes noch sammle Medkits, insgesamt drei Stück. Die letzte Aufgabe oder Herausforderung ist nicht sonderlich schwer, aber die ersten zwei sind natürlich deutlich interessanter und schwieriger. Deshalb springen wir erstmal in-game rein und schauen uns alle Locations von diesen Gegnern an, beziehungsweise von diesen NPCs und von der mysteriösen Kapsel. Allererstes zeige ich euch die Spawnpunkte von Genesung, Dummy und Beefboss. Und zwar kann Beefboss als allererstes hier spawnen, ganz oben über Pleasant Park gibt es so einen Imbisswagen und einmal ganz unten bei dem Blockjam Sägewerk links neben Weeping Woods. Danach kann Dummy einmal hier spawnen, auch in der Nähe vom Dörberger Imbisswagen, genau hier, oder einmal bei Compact Cars, beziehungsweise bei Compact Karossen auf Deutsch. Genesung hat ebenfalls zwei Spawnpunkte, und zwar kann die auch in der Nähe spawnen, und zwar genau bei diesem Haus auf dem Hügel oder einmal in Craggy Cliffs, bei in diesem Gebäude könnt ihr die auch finden. Das sind die Spawnpunkte von diesen drei Charakteren, mit denen ihr reden müsst, ich kann nicht reden, Digga, um diese Belohnungen freizuschalten. Aber die mysteriöse Kapsel befindet sich hier in Stealthy Strongholds, da habt ihr diese Herausforderung abgeschlossen, und zwar ist das genau hier auf der Karte, beziehungsweise hier bei Stealthy Stronghold. Ihr bekommt dann ein Banner und habt somit die erste Herausforderung abgeschlossen. Und wenn ihr dann mit diesen drei Charakteren gesprochen und diese mysteriöse Kapsel gefunden habt, bekommt ihr einen Banner, ein Emoticon, und wenn ihr dann drei Medkits gesammelt bzw. gefunden habt, dann bekommt ihr ebenfalls noch ein Spray dazu, und dann habt ihr die ersten drei mysteriösen Belohnungen von dieser Season freigeschaltet. Und nächste Woche könnt ihr auch das gesamte Set und natürlich den Mystery Skin, und zwar den Predator, freischalten. Abonniert nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Morgen kommen die Woche 7 Aufträge online, und nächste Woche, also kommt das nächste kleine Update raus, und zwar das Content Update 15.21. Das wurde jetzt auf die Staging Server gepackt, und wir können mal erwarten, dass da auch einige Skins dabei sein werden. Wir sehen uns dann morgen wieder, beziehungsweise vielleicht sogar heute Nachmittag. Haut rein und bis bald.